Ja, guten Tag, liebe Freunde. Hier ist Andreas Popp mit der zweiten Sendung Finanzfragen, was tun? Unser Thema soll heute sein, den Kollaps ein wenig zu verstehen, der vor uns liegt, beziehungsweise der sich ja schon mitten in einem Prozess befindet. Und das Wichtige dabei ist, ich hatte ja neulich mit Eva darüber gesprochen, wie man mit kritischen Situationen umgeht, wenn man merkt, dass da irgendetwas aus dem Ruder läuft, dass man selbst betroffen sein kann von einer finanziellen schweren Situation, dass man nicht den Kopf in den Sand steckt und auch nicht wartet, bis sich die Probleme lösen, sondern man sein Schicksal immer selbst in die Hand nimmt. Und da gehört auch eine gewisse Vorsorge dazu, selbst wenn noch gar nichts eingetreten ist, sondern indem man versucht, erst einmal grundsätzlich ein paar Dinge sich klar zu machen, wie bestimmte Systeme funktionieren. Und das Erste, was man machen sollte, ist eine gewisse analytische Bewusstmachung der Sachlage, wo wir uns gerade befinden. Wir haben ja nun festgestellt, dass es sehr, sehr viele Crashs schon gab im Laufe der Geschichte, ob das nun 1914 war, als der Erste Weltkrieg begann. Auch da gab es ja im Vorfeld schon ein Problem, welches aus finanzpolitischer Sicht klar zu bewerten ist, weil England war damals in großen Schwierigkeiten, weil die Stabilität, die extreme wirtschaftliche Stabilität Deutschlands, Österreichs und Ungarn dazu führte, dass viele Länder tatsächlich dort kaufen mussten in diesen Ländern, weil Österreich, Deutschland, Ungarn eben halt eine extrem starke Wirtschaftskraft waren und dieser Kuchen sich überproportional in diese Richtung verschoben hat, der Kuchen der Realwirtschaft, und man dann natürlich irgendwann natürlich zu den Problemen gerät, dass die anderen Länder anfangen, dann mit dem Geld zu manipulieren. Das heißt, man produziert einfach Geld. Man hat sich damals vom Goldstandard gelöst in England. Das heißt, alle Währungen waren damals bis zum 19. Jahrhundert mit Edelmetallen hinterlegt vom Staat her. Das heißt, der Bürger hatte keinen Geldschein, oder umgedreht heißt es ja Scheingeld, wenn man es mal genau nimmt, sondern man nannte das damals Banknote. Die Bank hat etwas notiert, nämlich den Wert eines Scheins, und dieser Wert war definiert in Form von einer bestimmten Anzahl von Gramm in Gold oder in Grains in Gold, so nannte man die Gewichtseinheit damals in den USA beim US-Dollar. Und in solchen Krisenzeiten, da entstehen dann doch immer wieder die gleichen Entwicklungsmuster, dass die Regierungen dann gegen Recht und Gesetz selbst verstoßen, die Judikative, also die Gerichtsbarkeit, versagt und eben halt nicht ausbremst die staatlichen Lenker, sondern mehr oder weniger mit ihnen gemeinsame Sache macht. Das ist ein ganz typisches Phänomen. Durch geschickte Verhandlungen hat man damals 1914 einen Ersten Weltkrieg dann, ich sage mal, zustande gebracht und konnte damit natürlich auch ablenken von den Machenschaften, denen die Notenbanken seinerzeit eben halt verbrochen haben. Das muss man ganz klar sagen. Sie sind nämlich gegen ihre eigenen Vorgaben verstoßen und haben dann tatsächlich Gelder gedruckt ohne jegliche Gegenwerte. Das haben nicht nur die Engländer gemacht, das hat Deutschland auch gemacht. Kriege werden immer finanziert mit wertlosem Geld durch Produktion und mit dem Vertrauen der Bürger, die daran glauben, dass das Geld, was sie in den Händen halten, immer Wert hat. Und das ist eben halt eins der Hauptprobleme. Und so hatten wir dann irgendwann das Geldsystem privatisiert. Das war im Jahr 1913 die Federal Reserve. Das ist also quasi das, was man gemeinhin als amerikanische Notenbank bezeichnet. Ist es im Prinzip gar nicht. Es ist ein Gesetz, als damals das Geldwesen privatisiert wurde. Und das ist ein Hauptproblem, was wir haben. Denn das Geldsystem ist aus meiner Sicht einer der hoheitlichsten Aufgaben, die es geben sollte. Und die gehört tatsächlich in Hand einer hoheitlichen Struktur, sprich eines Staatswesens. Auch wenn die Voluntaristen und die Liberalen und Libertären und Anhänger der österreichischen Nationalökonomie da jetzt vielleicht Amok laufen, indem sie sagen, nein, nein, wir brauchen überhaupt keinen Staat, wir brauchen nur freie Märkte. Ich sehe da
das anders. Ich bin auch ein Verfechter für freie Marktwirtschaft, aber eben auch ein Mindestmaß an hoheitlichen Strukturen und Rechtsstaatlichkeit. Aber das ist auch nicht unser Thema hier heute. In den 20er Jahren haben wir gesehen, des letzten Jahrhunderts, wie man durch eine Geldpolitik, die durch die Zentralbank, durch die Federal Reserve eben halt inszeniert wurde, das kann man machen über die Zinsstrukturen, wenn man zum Beispiel niedrige Zinsen setzt als Grundzins in einer Wirtschaft, dann bedeutet das, dass Kredite günstig sind und wenn Kredite günstig sind, werden viele Kredite aufgenommen und diese Kredite, das ist den meisten gar nicht klar, bedeutet, dass es immer wieder neues Geld ist, welches entsteht, denn Kredite entstehen nicht aus Bestandsgeld von Sparern oder nur zu einem ganz geringen Teil, sondern in erster Linie wird das Geld erst erschaffen durch den Kredit. Das heißt, je mehr Kredite vergeben werden, desto mehr Geld kommt auch in den Umlauf. Das muss man verstehen, auch wenn das für viele schwierig ist. Es gibt da natürlich hervorragende Analysen von verschiedenen Experten des Finanzwesens, die es im Detail auch erklären können. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte es gerne allgemein verständlich halten, sofern das möglich ist. Und man hat dann eben halt die Geldmenge erhöht in den 20er Jahren. Bis Ende 1929, da gab es damals einen riesengroßen Börsencrash. Viele kennen das noch, weil die Menschen eben halt auf Kredit tatsächlich Aktien gekauft haben. Und das war auch das Ziel aus meiner Sicht. Und als die Kredite dann plötzlich eingeschränkt wurden, man vergab keine neuen Kredite mehr, das kann man ja machen, indem man das Zinsniveau denn erhöht, dann mussten viele ihre Aktien verkaufen, die sie auf Pump gekauft hatten. Und dann gab es natürlich eine Flutung von Aktien auf den Markt und die Aktienkurse brachen zusammen. Und die Initiatoren, die das Geld erstmal nach oben gepumpt haben durch ihre Zinspolitik und die Geldmenge massiv ausgeweitet haben, die haben dann für ganz wenig Geld hintenrum die Aktien zu Billigkursen wieder eingekauft. Und das sind die Verschiebemechanismen. Das heißt, es handelt sich bei den großen Kapitalreichen nicht um Spekulanten, sondern es handelt sich um Systemspieler. Spekulation bedeutet ja auch, dass Risiken drin sind, aber die Risiken haben die längst alle gar nicht mehr, weil sie wenden eigentlich nur diese Systeme an. Und das geht durch die ganze Geschichte in den 30er Jahren mit dem sogenannten New Deal in den USA. Wer sich damit beschäftigen will, der kann das machen. Man kann aber auch dann Krisen inszenieren, die immer wieder zur Umverteilung führen, zu Umverteilung zu den Reichen und zur, ich sage mal, Massenverarmung, die auch stattfindet. Das hat man dann gemacht Anfang der 70er Jahre, 73 in der Ölkrise. Da sind auch ganz viele reich geworden und ganz viele wieder arm. Mit ganz vielen reich meine ich eigentlich genau genommen ganz wenig, die reich geworden sind oder noch reicher geworden sind, aber immer auf Kosten der Masse. Und so geht das eben halt nach Belieben weiter. Dann gibt es eben halt bestimmte auch Inszenierungen. Ich denke an den Golf von Tonkin. Zwischenfall Anfang der 60er Jahre, wo der Vietnamkrieg zustande kam. Auch das sind natürlich alles immer ökonomische Programme, die natürlich zur Rüstungsindustrie Stimulation führen und so weiter und so fort. Wir hatten dann, gehen wir in die heutige Zeit rein, 9/11. Auch 9/11 hat große Veränderungen eben halt reingebracht in die Machtstrukturen der Ultrareichen, die dadurch noch reicher geworden sind. 2008 dann eben halt die sogenannte Subprime Krise. Naja, und das Problem war, man hat diese vermeintlichen Krisen immer wieder versucht zu lösen, indem die Notenbanken einfach Geld produziert haben und mit diesem Geld haben sie dann versucht, den Zusammenbruch der Realökonomie zu verzögern und immer länger hinauszuzögern und damit eigentlich das Crashpotenzial nur noch erhöht. Und dadurch, dass jede Krise, die dann folgt, erstmal immer in kürzeren Zeitabschnitten kommt, die letzte war ja 2008, die neue ist ja jetzt die sogenannte Corona-Krise, die man jetzt in den Markt geworfen hat. Und all diese Dinge führen dazu, dass die Forderungen immer größer werden, noch mehr Geld reinzupumpen, um diese Krise zu kaschieren und den Zusammenbruch eben halt zu verzögern. Und wir befinden uns jetzt in einer Situation, im Jahre 2019 war schon klar, dass unglaublich viele Unternehmen tatsächlich insolvent sind und eigentlich gar nicht mehr existieren dürften, aber sie werden künstlich am Leben gehalten durch eine kreative Buchführung. Das heißt, die Staatsstrukturen, die längst eingefangen wurden durch das Großkapital und dort aus meiner Sicht auch maßgeblich mit beeinflusst werden, die haben eben halt unter dem Notbankenkrieg
Begriff, es könnten Arbeitslose entstehen, hat man dann versucht, die so weit zu bekommen, dass man sogar, ich sage mal, falsche Bilanzzahlen veröffentlichen durfte. Und das ist wirklich wichtig, weil es gibt ein Niederstwertprinzip in den Bilanzen von großen Unternehmen. Das heißt, der geringste Wert, es gibt Buchwerte, es gibt Zeitwerte, Neuwerte und es gibt auch Wiederbeschaffungspreise. Was heißt das? Ein Haus hat irgendwann mal 10 Millionen gekostet, nehmen wir an eine Bankfiliale. Heute würde das neue Gebäude 15 Millionen kosten, weil die Preise gestiegen sind. Der Zeitwert aufgrund des Alters und der Abnutzung, das Haus ist schon meinetwegen 20 Jahre alt, ist nur noch 5 Millionen. Aber der Buchwert aufgrund der Tatsache, dass es buchhalterisch abgeschrieben ist, ist jetzt nur noch 1 Euro, ein sogenannter Erinnerungswert. Wir haben also mehrere Werte in der Bilanz. 1 Euro Buchwert. Wir haben 5 Millionen Zeitwert. Das ist der momentane Preis, den man bekommen würde. Wir haben 10 Millionen Neubauwert. So viel hat das Ding damals gekostet. Und wir haben 15 Millionen, die das Ding heute neu kosten würde, wenn man es bauen würde. Laut den handelsrechtlichen Bilanzierungsregeln ist es so, dass dann 1 Euro zugrunde gelegt werden muss in den Büchern für den Wert des Gebäudes und keine 5 Millionen und auch keine 10 Millionen Neupreis und schon gar keine 15 Millionen, die das heute neu kosten würde. Und hier ist natürlich eine relative Entspannung, ich sage mal fast politisch angeordnet worden, dass die Unternehmen da relativ frei sind in ihrer Bewertung und durchaus bei dem einen oder anderen dann eben halt 15 Millionen drinstehen würden. Das heißt, das sind Bilanzmanipulationen und Tricks. Und wenn man das macht, dann kann man natürlich bei Unternehmen nicht unbedingt erkennen, ob sie eigentlich schon pleite sind oder nicht, wenn die Zahlen nämlich nicht stimmen. Aber Papier ist geduldig und da kann man das Ganze eben halt nicht so wirklich gleich durch erkennen. Da muss man genauer analysieren. Also dieser kommende Finanzkollaps wird die Welt dramatisch verändern. Die Umbrüche können von den Notenbankern überhaupt nicht mehr aufgehalten werden. Vielleicht an der Stelle nochmal, ich habe eine PDF-Datei zu dieser Ansage, zu diesem Podcast beigefügt. Den könnt ihr bitte aufrufen und wir sind jetzt quasi dann auf dem ersten Bild. Da sehen wir dann eben halt die EZB-Chefin Christine Lagarde und den Federal Reserve-Chef Jerome Powell. Und das sind die Leute, die eben halt in diesen Federal Reserve oder in der EZB, also in den Notenbanken, die obersten Leitherren sind. Und die sind momentan natürlich gefordert wieder. Und es wird momentan aufgrund dieser Corona-Krise eine Geldmengenproduktion in Gang gesetzt, die Welt überhaupt noch nicht gesehen hat. Dagegen ist die wir auf der zweiten Seite sehen, die wir in der PDF-Datei beigefügt haben, die Bankenkrise 2008. Da ging es noch um die Großbanken und die schluckten kleinere Banken. Die Banken untereinander haben sich auch kein Geld mehr geliehen und so weiter. Und das war damals schon die größte Krise nach dem Crash von 1929. Aber das, was wir jetzt erleben, ist natürlich auch wirklich gewaltig gegenüber dem, was wir 2008 oder auch 1929 oder irgendwann mal in der Welt erlebt haben. Weil wir hatten 2008 schon eine Problematik, dass 15 Millionen Amerikaner ihre Häuser verloren haben und ihre Ersparnisse, aber der globale Finanzcrash immer noch ausgeblieben ist. Und jetzt ist es natürlich in einer neuen Situation, dass wir jetzt durch diese Corona-Krise, ich sage mal, einen Turbo in diese Verwerfungen eingebaut haben. Und jetzt wird das Geld tatsächlich gedruckt, als gäbe es kein Morgen mehr. Darunter ist dann noch die Quantitative Easing-Politik. So heißt das eben halt, die lockere Geldmengenpolitik. Also man setzt heute noch anders als 2008. Das ist eine Präsentation, die ist schon älter, nämlich von 2008. Aber die beschreibt damals die Situation. Es sind unglaublich viele Gelder produziert worden. Man hat sich ein bisschen Zeit letztendlich auch gekauft. Aber das, was da jetzt rauskommt, ist das, was wir jetzt gerade erleben. Und das ist eine drohende globale Hyperinflation, die als logische Konsequenz auftritt. Und damit möchte ich mich jetzt gerne mal auseinandersetzen. Und da sehen wir uns mal die letzte Folie an, die ich damit in diesem PDF beigefügt habe. Und das ist ein Verständnis für die
mathematische Quantitätsgleichung. Das ist ein etwas älterer Vortrag von mir, um die Zusammenhänge zu erklären, weil es wird so viel mit Fachbegriffen rumhantiert, die viele eben halt dann doch nicht zuordnen können. Und ich möchte hier mal ganz vereinfacht etwas darstellen, eine Gleichung, die mathematisch ganz leicht zu verstehen ist, auch für diejenigen, die einen Horror vor Zahlen und vor irgendwelchen Formeln haben. Deshalb habe ich das hier ganz einfach dargestellt. Stellen wir uns mal vor, eine Waage, die wir in der Ökonomie haben. Und diese Waage besteht aus einer linken Schale und einer rechten Schale. Und in der linken Schale, da befindet sich die Geldmenge, die wir haben in einem Staatsgefüge. Und natürlich nicht nur die Geldmenge, sondern auch die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Die Geldmenge ist ja dafür da, dass man die Waren kaufen kann. Was ist aber die Umlaufgeschwindigkeit? Die Umlaufgeschwindigkeit bedeutet, dass ja ein Geld nicht immer nur einmal ausgegeben wird, ein Euro, sondern mehrmals. Also stellen wir uns Folgendes vor, ich gehe jetzt in ein Café und trinke einen Kaffee. Und jetzt kommt der Ober und ich bezahle meinen Kaffee und ich gebe ihm 1 Euro Trinkgeld. Und dieser Ober nimmt dieses Euro Trinkgeld und geht dann beispielsweise zu einem Zeitungshändler und kauft sich dafür eine Zeitung für 1 Euro. Dann ist der Euro bereits 2-mal ausgegeben worden, derselbe Euro. Der Zeitungskioskbesitzer, der geht jetzt los und bezahlt davon ein Stückchen Kuchen, was er sich irgendwo kauft in einer Bäckerei. Und jetzt ist dieser Euro bereits 3-mal ausgegeben worden. Bedeutet, dieser eine Euro, der sich jetzt im System befindet, ist an dem Tag 3-mal ausgegeben worden. Also die Geldmenge ist nicht 1, sondern die Geldmenge ist 3. Das heißt, es geht nicht nur darum, wie viel Geld gibt es in der Wirtschaft und stelle dann dort die Waren und Dienstleistungen gegenüber, woraus sich dann der Preis ermittelt, sondern die Frage ist auch, wie hoch ist die Geschwindigkeit, mit der dieses Geld immer wieder ausgegeben wird? Ist der 100-Euro-Schein 12 Monate im Portemonnaie, bevor er wieder ausgegeben wird, oder nur 5 Monate oder nur 1 Woche? Das ist ein Riesenunterschied, was die Geldmenge anbelangt. Das ist mir nur noch mal wichtig, um das zu erklären. Jetzt kommt vielleicht gleich die Frage, wie kann man denn messen, wie hoch die Umlaufgeschwindigkeit überhaupt ist? Ganz klare Antwort, im Prinzip gar nicht, weil es sind natürlich so viele Einzelfälle und man kann nur davon ausgehen, dass wir eine bestimmte Größe haben, die wir im Bruttosozialprodukt oder im Bruttoinlandsprodukt angeben, und davon kann man in etwa abschätzen, wie hoch ungefähr die Umlaufgeschwindigkeit sein muss, aber man kann sie wirklich nicht im Detail erkennen. Aber diese Geldumlaufgeschwindigkeit ist ein wichtiger Faktor, auf den wir gleich nochmal zurückkommen. Auf der anderen Seite dieser Ware haben wir natürlich die Wirtschaft selbst. Das heißt also, die Preise, wie entwickeln sich die Preise? Denn wenn die Geldmenge sich auf der linken Seite erhöht, dann ist ja mehr Geld plötzlich nachfrageaktiv. Dann müssten sich auf der anderen Seite die Preise natürlich auch für die Waren erhöhen. Das wäre übrigens auch eine Form von Inflation. Denn wenn ich mehr Geld für eine Ware auf den Tisch legen muss als vor meinetwegen 3 Monaten, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass die Ware automatisch wertvoller geworden ist, sondern es kann auch bedeuten, dass das Geld wertloser geworden ist aufgrund der neuen Menge, die dazugekommen ist. So, das heißt, wir müssen auf der anderen Seite die Preisentwicklung immer sehr genau beobachten, wenn wir versuchen, die Wirtschaft zu analysieren. Das ist sehr wichtig für uns selbst, dass wir es mal verstehen. Und das Zweite wäre dann die Waren und Dienstleistungen, die wir haben. Das ist also das, was produziert wird und eben halt in irgendeiner Form an wirtschaftlichen Aktivitäten in einem staatlichen Gefüge abläuft oder in einem Wirtschaftsraum abläuft. Und darauf kann man dann den Begriff Wirtschaftswachstum ansetzen. Bedeutet also, wenn die Geldmenge sich erhöht, dann müssten sich die Preise erhöhen, und wenn sie das nicht tun, dann müsste das Wirtschaftswachstum erhöht werden, denn wenn dann mehr Waren da wären bei gleichzeitiger Geldmengenerhöhung, dann würde es ja wieder aufgehen. Nun stellen wir aber fest, dass wir unendliche Geldmengenzuwächse haben. Allein durch die Corona-Krise werden nicht neue Waren dazu produziert. Das ist ja unglaublich wichtig, sich das mal vor Augen zu führen. Wir wissen, dass die
Supply Chains, also die Zulieferer, in Schwierigkeiten sind. Also dass die Warenproduktion eingebremst werden durch die Lockdown-Maßnahmen, Unternehmen runtergefahren werden, was ja eine Katastrophe ist. Ich habe da schon oft drüber gesprochen. Ein Unternehmen kann man nicht mal einfach hochfahren, wenn man es unkontrolliert runterfährt. Und das sind ja alles unkontrollierte Shutdowns, die hier stattfinden. Und wir auf der einen Seite also sehen, dass die Waren dadurch weniger werden, die Lieferketten immer instabiler werden, also weniger Waren da sind, aber gleichzeitig die Geldmenge extrem steigt, dann müssten die weniger werdenden Waren natürlich im Preis nahezu explodieren. Oder die Wirtschaft müsste eben wachsen, was sie ja nicht tut, dann wären ja mehr Waren da. Wenn wir also sehen, dass auf der linken Seite die Geldmenge extrem aufsteigt und auf der rechten Seite weder die Preise exorbitant steigen, noch das Wirtschaftswachstum exorbitant steigt, dann müssen wir uns auf den vierten Spieler in dieser Gleichung konzentrieren. Das ist einmal die Umlaufgeschwindigkeit. Das ist übrigens nur eine Sichtweise dieser geldökonomischen Prozesse. Das heißt, die Umlaufgeschwindigkeit kann zum Beispiel massiv zurückgegangen sein. Und das ist ein typisches Beispiel. Wenn die Menschen Sorge haben, dass es immer schwieriger wird im Prinzip für die Zukunft und sie haben Angst, dass sie sich in Zukunft nicht mehr leisten können, dann entsteht ein Drang, dass die Menschen anfangen zu sparen, weil sie Angst haben, es wird noch schlimmer. Das ist ein interessantes Phänomen psychologisch. Wenn es den Leuten gut geht, jemand verdient 10.000 Euro im Monat, dann gibt er gerne 10.000 Euro im Monat aus. Verdient ein anderer nur 1.800 Euro im Monat, dann legt er sich von diesen 1.800 noch 300 an die Seite, weil er Angst hat, dass es noch schlechter werden könnte. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Und wenn wir merken, dass die Menschen psychologisch eingeschränkt sind und sagen, es ist eine kritische Geschichte, die auf uns zukommen kann, dann werden viele Menschen anfangen, eben halt ihr Geld zurückzuhalten, es nicht mehr zu konsumieren versuchen. Das sehen wir zum Beispiel, dass viele Leute jetzt auch gar nicht mehr ins Restaurant gehen, nicht nur wegen der Masken, sondern auch, um tatsächlich ein bisschen Geld zu sparen, weil sie auch gewisse Sorgen haben vor schlechtere Zeiten. Also wir spüren, hier läuft etwas aus dem Ruder, Geldmenge explodiert, Waren und Dienstleistungen steigen nicht, Inflationsrate steigt auch nicht, wobei das nicht ganz richtig ist. Sie spiegelt sich gerade wieder in den extrem steigenden Immobilienpreisen. Das bedeutet aber nicht, dass die Immobilien mehr wert sind, sondern das bedeutet lediglich, dass das Geld sich entwertet hat und sich dadurch kurzfristig auf dieser Ebene dann eben halt konzentriert. Und das wird jetzt immer mehr natürlich auch weitere Lebensmittel zum Beispiel und die ganz normalen Güter des täglichen Lebens betreffen, die natürlich auch irgendwann exorbitant zu steigen werden, drohen. Das heißt, aber nicht um 30-40%, sondern um mehrere 100%. Lange Rede, kurzer Sinn, wir befinden uns hier in einer Situation, in der wir auf das Geldsystem nicht mehr vertrauen können. Und genau hier möchte ich gerne ansetzen, dass wir jetzt hinterfragen, was ist eigentlich Wert und was ist eigentlich nur Preis? Denn Geld ist natürlich ein Wertpapier. Aktien sind Wertpapiere. Darüber will ich aber in der nächsten Sendung sprechen, warum ich da gewisse Gefahren sehe, auch speziell in den Bereichen von Bankanlagen. Und darüber wollen wir uns natürlich dann in der nächsten Sendung unterhalten. Wichtig ist, dass wir versuchen jetzt zu erkennen, dass das Geldsystem tatsächlich in einer Schwierigkeit sich bewegt, was lange, lange bekannt ist, aber man jetzt durch diese Corona-Geschichte einen zusätzlichen Turbo eingebaut hat, der dazu führt, dass die Geldmenge nahezu explodiert und die Waren runtergehen, aber gleichzeitig tatsächlich im Moment erst einmal eine deflationäre Tendenz oder eine Ausschnittsinflation auf wenige Teile, wie zum Beispiel Immobilien, auch natürlich Edelmetalle, auch die werden natürlich jetzt nachgefragt und dadurch gehen auch die Preise nach oben. Es ist auch keine Wertigkeit, die steigt, ein Kilo Gold bleibt ein Kilo Gold und wenn ein Kilo Gold sich verdoppelt in Preis, dann sind das keine 2 Kilo, sondern immer noch 1 Kilo und es zeigt eben halt die Wertigkeit des Geldes. Wichtig ist für euch, für Sie, liebe Zuhörer,
dass wir uns darauf konzentrieren, dass das Geld auf den Konten, dass das Geld auf den Bausparvertrag, das Geld auf der Lebensversicherungspolice eine Summe ist, die nominal genannt wird, aber überhaupt nichts über die Kaufkraft aussagt. Und wenn die Menschen merken, es wird kritisch, dann fangen sie an, diese Umlaufgeschwindigkeit, die jetzt verlangsamt ist, fast zum Stillstand kommt, wieder zu beschleunigen. Und wenn dann die Umlaufgeschwindigkeit sich beschleunigen sollte, weil die Leute das Vertrauen in das Geldsystem verlieren, jetzt kaufen sie alle Immobilien. Dann fangen sie eben halt irgendwann alle an, Fernseher zu kaufen oder Möbel oder Autos oder sonst was, weil es etwas langlebiger ist als das Geld, weil das Geld sich so schnell entwertet, bis sie irgendwann die Kartoffelsäcke zu Hause stehen haben, weil das Vergammeln einer Kartoffel tatsächlich langsamer geht als das Vergammeln der Kaufkraft des Geldes. Und dann haben wir natürlich eine Situation erreicht, das hat Markus Krall auch immer wieder so gut beschrieben, mit dem ich in meiner Analyse übrigens übereinstimme komplett. In den Lösungen habe ich etwas andere Vorstellungen, aber ich glaube, dass die Analyse aus meiner Sicht völlig richtig ist und schlüssig und logisch zusammengestellt. Und genau da liegt das absolute Kollapsproblem und das hohe Kollapsrisiko, alles zu verlieren. Und aus diesem Grunde werden wir uns jetzt mit den nächsten Sendungen beschäftigen. Und da gehen wir darauf an, Lebensversicherung, Guthaben bei der Bank oder eben halt auch vor allem Aktien, Aktienfonds, ETFs und was es dort alles gibt. Wichtig ist für mich, dass ihr euch einfach nur darüber im Klaren seid, dass Geld keinen Wert hat, sondern nur eine Bewertung darstellt. Und es nützt nichts, wenn ich 100.000 Euro Garantie auf einer Bank habe und ich bekomme 100.000 garantiert auch ausgezahlt mit einem bestimmten Alter oder dann und dann, wenn ich nicht weiß, was dann die 100.000 für einen Wert haben. Wenn eine Inspektion für einen VW Golf 3 Millionen kostet, dann sind 100.000, die heute noch viel wert sind, dann später eventuell nichts mehr wert. Darum gilt es jetzt erst einmal in diesem kleinen Part, diese Zusammenhänge zu verstehen. Okay? In diesem Sinne erst einmal. Bis dann. Ciao, ciao.